Il est certain que beaucoup d'entre vous ne vous alliez qu'à regret à une reine française et catholique. Eure Königin ist nun in Schottland. Als mein geliebter François zu Gott gerufen wurde, hatte ich eine Vielzahl von Freiern zur Auswahl. Portugal, Dänemark, Schweden. Ich habe sie alle abgewiesen. So wie ich nicht will, dass mir eine politische Ehe aufgezwungen wird, werde ich meinen Untertanen nicht eine ungewisse Zukunft aufzwingen. Sie sollen ihren Glauben ausüben dürfen, gleich welcher Konfession. Katholisch oder protestantisch. Pastor, ihr wirkt unzufrieden mit unserer Toleranz. Nirgends, wo man dem Papst Raum lässt, herrscht Toleranz, Madame. Er knechtet uns. Steht auf, wenn ich euch anspreche. Es gibt einen wahren Gott und folglich bloß eine wahre Religion. Diese Rhetorik erzeugt Revolte. Handelt ein Prinz entgegen Gottes Willen, hat ein jeder das Recht, ihm Widerstand zu leisten. Und in eurem Fall, wie bei allen Frauen, wird aus Weitsicht Blindheit. Aus Stärke wird Schwäche. Ihr Rat gerät zur Torheit. Ihr Urteil zur Raserei. Sollen wir einer Frau und Papistin in einem folgen? Nun, ich entnehme dem allen, dass meine Untertanen euch folgen sollen. Und nicht mir. Darf ich mich setzen, Madame? Nein. Ihr dürft euch entfernen, aus diesem Rat als auch von meinem Hof. Mein Ratsstuhl ist bei aufrechten Glaubensbrüdern, denen ich diene. Wir brauchen diesen Hof ebenso wenig, wie er uns braucht. Ich bete für eure Seele, Madame.